Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter mit der Kampagne. 1943, Norwegen ist seit 3 Jahren besetzt, aber es herrscht kein Frieden. Schließe dich dem Widerstand. Er versucht, einen Mitstreiter zu. Okay, let's go. Wir machen es mal auf schwer. Letztes Mal hatten wir Mittel. Wir wollen ja eine Herausforderung haben. Ja, noch ist der Krieg nicht vorbei. Ich bin gespannt. Ich spiele mit der Scharfschützin, Pilotin. Ich denke mal, in Norwegen wird wahrscheinlich eher eine Sniper-Geschichte werden. Bürger. Das ist auch einer der Maps, die mir nicht so gefällt, aber naja. Irgendwas mit Wannkraftwerk. Kann er vertellen deine Hemmlichkeit? Wie alt die Sünde sind, lange der es erwackert auf Verstörende. Der kam mit zum Bahn, vertalte die Historie um Skapninger und Monster in Skogen. Meine eigene Bahn er fortsatte Tyskland. Saune Familien mit so Welti. Så nå jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Vi vet at noen der ute. Ah, okay. Du må ta fatt denne skiften. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Jeg ser gar nicht böse. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig.
Deine Fingernägel sind sehr schön. Banner in der Anlage im Mönchmarren. Essentiell für Kriegsinsatzen, Leutnant. Folket ditt skaper et monster. Her, i denne bygningen, fatter du? Aber dass das Gas für den Konzentrationslager da hergestellt? Aber trotzdem, eine sachte Behandlung. Alle gebrochene Knochen, wie verhandeln die für die Nazis? Das ist ja gar nichts. Ich mach Blut ins Auge. Mann, oh Mann, oh Mann. Kein Wunder, dass die verloren haben. Wir spielen jetzt Lara Croft, die Elite-Kellerin. Oh, wir können Skifahren. Cool. Finde den vermissten Widerstandskämpfer. Auch so ein bisschen James Bond-Style. Oh. Ist so richtig? Tut das so? Soll das so sein? Kann man nicht Skifahren, ey. Ich hätte schon alle Knochen gebrochen. Alter! Jetzt auf jeden Fall. Wir können wieder mit T auf die Skier wechseln. Und wir machen Walking. Nee, komm, lass mal. Oh, wir haben Wurfmesser. Wir haben keinen Schalldämpfer, ne? Ich hätte einen Wurf. Der eine ist der Horst, der muss alles zubuddeln und der andere geht weg. Wieder werfen, den erstechen. Scheiß auf deinen Köder. Wieder werfen war C, Entschuldigung. Upsala. Scheiße, Entschuldigung. Jetzt wissen sie, dass ich da bin. Kommt ruhig her, ihr braunen Säcke. Ich bin Lara Croft. Ich mach euch alle platt. Der hat ein MG gehabt. Boah, war doch nichts mit Schleichen. Kann ich das Licht ausschießen? Ah, da geht's ausnahmsweise mal. Oh. Werfen kann er nicht, sterben kann er nicht. Zumindest leise. Oh, fehlt hier eigentlich drauf. Aber wir hätten ja hier einen feindlichen Sniper weggeschossen. Wo hast du, Süßer, dein Gewehr gelassen? Da war auch kein... Nö, 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 wir bleiben mal hier bei dem Gewehr. Gibt's da oben vielleicht noch was? Auch eine K98. Hier, eine aufgewertete K98. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Bäumchen, geh mal weg. Lebt noch? Jetzt nicht mehr. In den verdammten Turm da!
Ja, in den verdammten Turm, komm her. Wow. Okay, wir müssen hier weg. Jetzt haben wir ein Problem. Oh nein! Scheiße, das wollte ich nicht. Können wir das Fahrzeug... Ich kann einfach nicht schleichen. Scheint nur einer zu sein. Belege fahren mit Fahrzeug hin oder? Wir fahren mal rüber. Ah, MG-Nest! Scheiße, 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 MG-Nest. Haben wahrscheinlich die Schulter weggefetzt. Immer noch einer. Ja, meine Mutti. Ich will meine Mutti wieder haben. Spiel für mich. Hä? Gesundheit. Aber eins kann ich euch sagen, wenn wir die Mutti jetzt rausholen, danach werden die Deutschen nie wieder so sanft mit einer Gefangenen umgehen. Nie wieder. Sie kann eine Pistole haben. M2 Gewehre. Ah. Da musst du auch erstmal hinterkommen. Kann ich hier als Zweitgewehr was Cooles mitnehmen? So, hier. Das. Ja, Scharfschützengewehr habe ich behalten. Nicht dieselbe Munition? Fantastisch. Müssen wir jetzt nur Munition finden. Vielleicht killen wir doch mal ein, zwei Leute so. M95. Bisschen aus. Nö, ich bleibe bei der K98. Bin ich auch gepasst, ob die andere vielleicht so eine 5-Schuss-Kammer hat. Wir müssen ja jeden Schuss nachsetzen, also Bolzen zurückziehen.
Bunker. Zwei normale Soldaten. Scheiße. Ah, ist nicht weitergegangen. Jetzt aber. Die Waffe liegt mir einfach mehr. Groß Ramba Zamba. Was, lebt noch einer? Scheiße. Aber mit dem Gewehr glaube ich, dass wir nicht Lara Croft sind. Ich glaube eher, wir sind die Schwester von Rambo. Auch nur eure Leichen finden. Oh, hat ein langes Mündungsding da. Schallgedämpft. Ja, das nehmen wir. Aber nicht für ihn. Aua, ich brenne. Ihr müsst sie wenden. Ja, ich bin oben. Nest da unten. Bäumchen. Ja gut, da gehen wir jetzt nicht runter. Ich will lieber von die vom Haupttor kommen. Besser als ich dachte, ja. Auch. Also ich muss nachladen. Scheiße! Fuck. Lebt er noch? Ach, jetzt schießt er auch daneben. Einen Schuss haben wir noch. Da ist er. Gut. Seht euch um, wendet sie! Oh. Oh, jetzt wissen sie, wo ich bin. Weg. Ich hab keine Angst. Wo ich? Ich wollte die Tür von innen zumachen, nicht von außen. Versuchen wir es nochmal.
Waffenkiste? Nee, die will ich nicht. Oh! Verkackter Nazi-Flammenwerfer! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann mir noch die Waffe aussuchen. Scheiße. Wusstest du schon, du kannst feindliche Alarme. Keine Ahnung, was ich damit kann. Gut, ich muss gerade ehrlich sagen, also von dem Schwierigkeitsgrad. Sparen wir uns mal. Außer den da oben. Den putzen wir mal weg. Der war mit so einem Alarmknopf. Dein Bruder hat eine Uhr verloren. Ja, das tut mir leid für deinen Bruder. Wem redest du da? Hat Selbstgespräche geführt. Oh, doch. Doch keine Selbstgespräche. Warte, warte! Das Bomberkampf war kein Platz zur Flucht. Okay, noch kein Alarm. Ah, da war noch einer. Tja. Ah, ist er zu Hause? Hallo? Bring erstmal einen Schluck Kaffee. Gerade das Feuer her. Hä? Ich bin doch gerade nur durch die Tür gelaufen. Ich versuche jetzt ein bisschen leiser zu sein. Damit der böse Flammenwerfer-Typ nicht gleich nochmal kommt. Reporter ist nicht da. Schön. Auch schön, aber ich hätte gerne eine Munitionskiste. Ein Häuschen könnte ich mir echt noch vorstellen.
das Licht aus. Achso. Da. Naja. Guck mal, was der Scharfschütze da oben hatte. Dann sind wir ja schon fast da, ne? 170 Meter. Kann man nochmal auf die Kacke hauen. Eine Waffe, die ich hier habe. Ja, die habe ich glaube ich noch gar nicht gehabt im Spiel. Der hat hier gar nichts. Oh. Nein, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich eben nicht machen. Naja. Das ist mal ein Standardproblem bei mir mit diesen Leitern im Spiel. Ja, wenn ich jetzt einmal schieße, dann hören sie mich natürlich. Dann wissen sie, wo ich bin. Irgendwas mit Schalldämpfer wäre schön. Oh, Panzerfaust aufheben. Die auch. Mal, gib mal, gib mal. Wieder was mit Schalldämpfer? Dann tut mir leid. Dann nehmen wir uns doch erstmal das. Hier ist eine Schüssel, kein Mensch. Kein Feind, sagen wir es mal so. Schön mit den Lichtern da oben. So, hier ein. Aber wir sind wohl voll, mehr als 10 Schuss geht wohl nicht mit dem Gewehr. Ich überlege gerade, ob ich den Strom irgendwie ausschalten kann. Dann können wir vielleicht die ganze Anlage ausschalten. Scheiße. Scheiße. Ah, das war's. Das war's mit der Ruhe. Schitte, schitte, schitte. Letzten Schuss bitte reinladen. Warum wird's hier gerade dunkel von hinten? Halt dich mal kurz, Süße. Ah, daneben. Okay, wenn sie miteinander reden, sind sie doch zu zweit. Geduckt bewegst du dich leise. Du kannst dich direkt anschleichen. Ja, aber sicher. Hat ja gerade gut geklappt. So, erstmal hier die Panzerfaust. Kann man immer gebrauchen. Das war sie. Schallgedämpfte. Hallo. Tot ist er.
Auch er ist hinne. Krieg ich die beiden irgendwie? Oh, der ist weg. Daneben. Und ich war das der von der Lampe? Hinten. Der ist auch weg. Ich hätte gern Munition. Granaten würde ich auch nehmen. Kann man gleich schön auf die Scheiße hauen. Noch eine Panzerfaust. Wir müssen sie alle. Hier ist nichts, alter Junge. Doch, du liegst da jetzt, alter Junge. Wir müssen rüber. Zwei Schuss haben wir noch, F4. Und ich habe die Scharfschützen da Munition für mich. Ja, zwei Schuss. Braucht doch nur Munition. Auch Schalke dann für mich nicht. Nee. Hm? Können wir die Lampe bewegen? Das ist auch noch so ein bisschen Spektrum, ne? Man sieht man gerade, dass es nämlich auswählbar ist. Das hatte ich bei der letzten Aufnahme auch. Na egal. Nehmen wir die da. Gut, dann haben wir die beiden auch. Die Schnuckis. Dann gehen wir mal aufs Dach und gucken, ob wir da noch was sehen. Könnte uns irgendwie noch auf den Sack gehen. Oh, wir könnten den Alarm ausschalten. Pass auf, was du sagst, mein Freund. Wollt ihr das doch nur ausschalten, verdammt. Eine Schaufel immer noch. Gehen wir hin, komm. Erstmal ihn. Ihn. Okay, wir sind weg. Jetzt wechseln wir mal ihn. Nee, warte, warte. Ich will das Gewehr wechseln. Gut, das ist eine Scheißwaffe. Nimm mal die hier mit einer Munition. Jetzt müssen wir ja quasi hier durch. Ja? Ich glaube, leise sein müssen wir jetzt nicht mehr. Haben ja Alarm ausgelöst. Nimmt man hier noch eine andere geile Waffe, aber irgendwie nicht. Hier kommen wir runter. Oh, kein Hakenkreuz. Oh! Stimmt ja, ist ein Zweiter Weltkriegsspiel und dann wahrscheinlich hat EA auch nicht gewollt, dass hier Hakenkreuz ist. Ich glaube, mittlerweile hätte man aber versuchen können, gegen anzuklagen, aber
Irgendwas war da. Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare, aber ich glaube, da müsste man gegen anklagen oder so. Bin mir da gerade nicht mehr so sicher. So. Ah, hier gibt es einen direkten Weg rüber. Guck mal, die außen vor lassen. Wo war der Heidemann? Und dann haben wir noch bestimmt gleich Mutti hier. Hat sie. Ich hoffe, der Rechte hat hier was gehört, nicht der... Da sind ja alle alarmiert hier, die hören ja alle was. Ja, kommst du mal. Warte doch! Mama, bist du da? Wir haben zwei gute Kniften, lass die liegen. Sul, wei. Mama. Kann hier du her? Fühlt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig. Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du, vi er nødt til å stoppe det.